wenn man wie ich im 85. Lebensjahr steht, dann empfindet man wohl stärker als sonst das Bedürfnis, sich mal klar zu machen, wie das Leben verlaufen ist, eine Rückschau zu halten auf den bisherigen Werdegang und in zusammenfassender Betrachtung sich und anderen Rechenschaft zu geben über das Erstrebte und Erreichte. Und schließlich wohl auch noch einen letzten Blick in die Zukunft zu werfen. Ich stamme mit meiner ganzen Familie aus dem Schwabenland. Mein Urgroßvater ist von Nürtingen bei Stuttgart nach Göttingen gezogen. Und von da an sind seine Kinder und Enkel und Urenkel in Norddeutschland herumgezogen und haben sich da verbreitet. Die meisten von ihnen waren Theologen, Philologen und ich bin wohl der Einzige, der aus der Art gesprungen ist und Naturwissenschaftler geworden bin. Ich schiebe das auf Umwelteinflüsse, denn in meiner Schule wurde ich angeregt durch meinen Mathematiklehrer, der hieß Hermann Müller, ein sehr humoristischer, strenger Mann, der uns aber für alles begeisterte, was mit Mathematik und Naturwissenschaft zusammenhing. Einerseits die Strenge der mathematischen Methode, andererseits die Erhabenheit und Schönheit der Gesetze, die in der Natur herrschen. Und damals schon ist mir das Ideal meiner ganzen wissenschaftlichen Tätigkeit aufgegangen, dem ich auch heute noch nachhänge, der Harmonie nachzuspüren, welche herrscht einerseits zwischen der Strenge der Mathematik und andererseits zwischen der Fülle der Naturgesetze, die uns umgeben. Und dem entspricht die Möglichkeit, mit der Schärfe unserer Logik, der menschlichen Gedanken, die Natur zu meistern, die Übereinstimmung zu suchen dieser logischen Gesetze mit den Gesetzen der Natur. Auf diese Weise gelangen wir auch zur Herrschaft über die Natur. Und das schien mir immer das allerschönste Ziel alles wissenschaftlichen Strebens. Wir sind, wie gesagt, in Norddeutschland groß geworden, obwohl wir ursprünglich Schwaben waren. Ich bin in Kiel geboren und bin dann später nach München gekommen, wo mein Vater einen Ruf an die Universität erhielt. Mein Vater war nämlich ein strammer Augustenburger, Schleswig-Holsteiner, und war gar nicht zufrieden, wie Schleswig-Holstein von Preußen annektiert wurde. Das hat ihn veranlasst, aus Holstein fortzuziehen und nach München zu gehen, an die dortige Universität. Später wurde ja Frieden geschlossen zwischen den Augustenburgern und den Preußen, in dem ja unsere Prinzessin, die Tochter vom Herzog von Augustenburg, deutsche Kaiserin wurde. Ich habe später noch die Erinnerung an diese Kieler Zeit mit ihr aufgefrischt, wie sie hier als Kaiserin mich mal empfing. Es war sehr hübsch, wie damals bei einer Zeremonie bei Hof ich ihr in einem großen Defilé ich bei ihr vorbeipassieren musste und ihr eine Verbeugung machte und dabei ein Wort fallen ließ von Kiel, und sie mich dann in ein Gespräch zog, was länger dauerte, sodass der Hofzeremonienmeister mich nachher, wie der Vorbeigang beendet war, sehr neugierig fragte, was denn das gewesen wäre und was der Kaiser mit mir gesprochen hätte. Und ich musste dann lachen über diese kleine Episode. Na, also da kamen wir nach München und da studierte ich dann und da war eben mein Mathematiklehrer, der mich für die Mathematik begeisterte. Und da fing ich meine Studien an. Und kam später dann
an der Universität. Mein letztes Jahr studierte ich in Berlin und fing dann an, meine Laufbahn als Privatdozent. Na und da, auf diese Weise verlief denn mein Leben in ganz gewöhnlichen Formen. Ich war Privatdozent, wurde früher dann später Professor in Kiel und in Berlin. Und seit 1889 bin ich hier in Berlin an der Universität. Erst als Extraordinarius, dann als Ordinarius und bin jetzt emeritiert. Also eigentlich ein alter Berliner. Aber so richtige alte Berliner gibt es eigentlich gar nicht, die hier geboren sind. Und das geht ja alles in akademischen Kreisen hin und her. Da kommt man von einer Universität auf die andere. Und dafür bin ich eigentlich sehr sesshaft. Aber wenn man einmal in Berlin gelandet ist, kommt man hier schlecht weg. Denn hier ist die doch schließlich der Mittelpunkt aller geistigen Bewegungen in ganz Deutschland. Das ist immer stärker geworden mit der Zeit. In gewisser Hinsicht ist ja zu bedauern, dass er sich immer mehr zentralisiert. Ich habe früher sehr geschwärmt für die edlen Wettbestrebungen der verschiedenen Höfe, Darmstadt, Dresden, München und Weimar und wie sie alle heißen. Es gibt noch viele andere, Karlsruhe, Dresden, Leipzig. Aber das ist alles zugunsten von Berlin jetzt verblasst. Und das ist eigentlich schade. Aber das liegt wohl im Zug der Zeit. Nun möchte ich mal auch etwas Wissenschaftliches von mir erzählen. Das ist doch wohl dasjenige, was die meisten interessieren wird. Wenn auch vielleicht nicht alle das alles verstehen, was ich jetzt sagen werde. Das wird ziemlich physikalisch werden. Wie gesagt, habe ich meine Universitätsstudien in München begonnen, wo ich zur Schule ging. Dort haben mich die Professoren Ludwig Seidel und Gustav Bauer in die Mathematik eingeführt und Philipp von Jolly in die Physik. Ich bewahre allen dreien eine dankbare Erinnerung. Aber unvergesslich sind mir die Worte des Letztgenannten, Herrn von Jolly, als ich von ihm Abschied nahm, um mein letztes Semester in Berlin zu studieren. Und zwar hauptsächlich theoretische Physik. Er sagte mir nämlich, theoretische Physik, das ist ja ein ganz schönes Fach, obwohl es gegenwärtig keine Lehrstühle dafür gibt. Aber grundsätzlich Neues werden Sie darin kaum mehr leisten können. Denn mit der Entdeckung des Prinzips der Erhaltung der Energie ist wohl das Gebäude der theoretischen Physik ziemlich vollendet. Man kann wohl hier und da in dem einen oder anderen Winkel ein Stäubchen noch auskehren, aber was prinzipiell Neues, das werden Sie nicht finden. Wenn mich diese Worte nicht abhalten ließen, den ins Auge gefassten Weg zu gehen, so war es eigentlich weniger mein Gedanke, dass ich etwas Neues leisten könnte, sondern vielmehr der Wunsch, den Naturgesetzen noch etwas näher nachzuforschen. Und in Berlin vollzog sich dann die Wendung zu dem Hauptthema meiner ganzen Arbeitsrichtung zum Studium der Hauptsätze der Thermodynamik. Denn die Mechanik, die schien mir schon völlig ausgeschöpft zu sein, während die Hauptsätze der Thermodynamik für alle Naturvorgänge Gültigkeit beanspruchen, unabhängig davon, welche Vorstellungen man sich von der Beschaffenheit der Materie macht, ob man sie sich atomistisch oder kontinuierlich konstituiert denkt. Am physikalischen Himmel glänzten damals, als ich nach Berlin kam, die Professoren Hermann Helmholtz als Experimentator und Gustav Kirchhoff als Theoretiker. Ich hörte bei beiden Vorlesungen, aber mich interessierten diese Vorlesungen weniger, weil sie nicht über Wärme lasen. Da waren es vielmehr die Schriften von Rudolf Clausius, die mich durch ihre schlichte Klarheit und die Schärfe ihres Ausdrucks so begeisterten, dass ich bei ihnen stehen blieb und mich nun ganz diesen Gesetzen, dem Studium dieser Gesetze widmete.
Insbesondere interessierte mich der von Clausius eingeführte Begriff der Entropie. Die Entropie ist eine Größe, welche neben der Energie wohl das Allerwichtigste der ganzen Natur vorstellt. Die Energie bleibt konstant, die Entropie wächst aber immerfort, sie kann niemals abnehmen. Und darin beruht das Wesen des zweiten Hauptsatzes der Wärmetheorie, dass die Entropie eines Systems von Körpern immer nur zunehmen kann. Im Grenzfall bleibt sie gleich. Nimmt sie zu, dann ist der Vorgang irreversibel. Bleibt sie gleich, dann ist der Vorgang reversibel. Dann kann man ihn auch rückwärts verlaufen lassen. Das ist der große Unterschied unter allen Naturgesetzen. Und thermodynamisches Gleichgewicht ist dann vorhanden, wenn die Entropie ihren Maximalwert erreicht hat. Wenn sie nicht mehr wachsen kann, dann kann auch keine Veränderung mehr eintreten. Aus diesem Satze gehen alle Eigenschaften eines thermodynamischen Gleichgewichts hervor. Und diesen Satz, den wandle ich nun an auf physikalisch-chemische Gleichgewichte und auf Strahlungsgleichgewichte. In den physikalisch-chemisch Gleichgewichten, da ist mir ein Amerikaner zuvorgekommen. Das war John Willard Gibbs, Professor in Baltimore. Und der hat mir dadurch einen Erfolg vorweggenommen. Dagegen in dem Strahlungsgleichgewicht, da war es mir beschieden, neue Wege zu gehen, und darin beruht meine Hauptleistung. Aber die Entropie der Strahlungswärme, die Abhängigkeit der Entropie von der Strahlungsintensität, die fand ich nicht, wie ich anfänglich versuchte, auf rein theoretischen Wegen, sondern ich fand sie nur durch Anlehnung an die Messungen. Einerseits von Otto Lummer und Ernst Pringsheim in der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt und andererseits von Heinrich Rubens und Friedrich Kohlbaum an der Technischen Hochschule. Bei der Aufgabe, diese Gesetze, die experimentell gefunden waren, zu deuten, ließ ich mich leiten von dem großen Eindruck, den mir ein Gedanke von Ludwig Boltzmann machte. Dieser hat nämlich vom Standpunkt der atomistischen Theorie ausgehend die Entropie eines Gases gedeutet als den Logarithmus der Wahrscheinlichkeit des Zustandes des Gases. Die Anwendung des entsprechenden Verfahrens auf die Hohlraumstrahlung, die konnte nur dann gelingen, wenn man auch die Strahlung als atomistisch konstruiert betrachtet. Wenn man auch die Strahlung als aus einzelnen speziellen Quanten zusammengesetzt ansieht. Und diese Voraussetzung führte notgedrungen zur Annahme von solchen Strahlungsatomen oder Strahlungsquanten von ganz bestimmter Größe, die durch die vorliegenden Messungen ganz genau bekannt sind. Ich wagte anfangs diese Hypothese nur ungern, weil sie allen Vorstellungen der klassischen Atomistik widersprach. Aber es gab keinen anderen Weg. Und die Erfahrung hat dann dank der Arbeit zahlreicher Fachgenossen gezeigt, dass sie der Wirklichkeit entspricht. Freilich hat es eine Reihe von Jahren gedauert, bis die physikalische Öffentlichkeit von meiner Theorie Notiz nahm. Denn anfänglich war sie in weiten Kreisen unverstanden und wurde infolgedessen ignoriert, wie es bei solchen neueren Sachen sehr oft geht. Aber ich ließ mich zu keiner Zeit, auch nur einen Augenblick, durch diesen Mangel an Anerkennung irgendwie betrüben oder ängstigen. Denn ich war meiner Sache allzu sicher, um an ihrem endgültigen Erfolg zu zweifeln. Ich konnte also in aller Gemütlichkeit der in weiteren Entwicklung entgegensehen. Diese Entwicklung hat sich dann auch schließlich noch viel schneller vollzogen, als ich anfangs dachte. Denn durch die feineren Messungen, die dann möglich wurden, wurde es sehr bald klar, dass die Werte der wichtigsten physikalischen Konstanten, also des, namentlich des elektrischen Elementarquantums, immer mehr, je weiter, je schärfer die Messungen wurden, sich dem Werte annäherten, den ich aus den Strahlungsmessungen vorausberechnet hatte.
Und dadurch zeigte sich, dass eben diese Strahlungsmessung und die daraus folgende Berechnung der richtige Weg war, um zu diesen Werten zu gelangen. Ich habe bisher von hauptsächlich von Thermodynamik gesprochen. Ich möchte Ihnen ein Wort noch über Mechanik sagen. Die Mechanik, die hatte ich, wie wohl die meisten Physiker, früher immer als eigentlich die Grundlage der ganzen physikalischen Wissenschaft betrachtet. Und im gewissen Sinn ist sie es auch noch heute. Denn sie rechnet doch mit keinen anderen Variablen als mit denen des Raumes und der Zeit. Und die sind in allen Naturgebieten unentbehrlich. Deshalb errichtet auch die Aufstellung der Relativitätstheorie gleich von Anfang an meine besondere Aufmerksamkeit. Und es erfüllte mich mit lebhafter Genugtuung, als ich herausstellte, dass die Relativitätstheorie durch ihre Gleichsetzung von Energie und Impuls eigentlich erst die Vollendung und Krönung des ganzen Gebäudes der theoretischen Physik darstellt. Ich habe ja auch, solange sie noch nicht ganz zur Reife entwickelt war, eine Reihe von Arbeiten gewidmet. Im Übrigen wandte ich mein Interesse immer solchen Fragen zu, welche auf eine Vereinheitlichung und Vereinfachung des ganzen Systems der theoretischen Physik hinauslaufen. Gegenwärtig steht die neueste Entwicklung der Physik im Zeichen der Einführung der Quantentheorie. Die Quantentheorie ist ein neuer Schritt auf dem Wege der Naturerkenntnis. Und viele hervorragende Physiker sind geneigt, den jetzigen Standpunkt, den sie erreicht hat, schon als einen neuen Haltepunkt zu betrachten. Als einen endgültigen Abschluss unserer Untersuchungen über die Naturgesetze. Ich gehöre nicht zu Ihnen. Ich glaube, dass die Quantentheorie noch nicht zur vollen Reife, zum vollen Abschluss gelangt ist. Ich glaube, dass wir in unseren Begriffen noch manche Verallgemeinerungen, manche Abstraktionen vornehmen müssen, um zu einem ähnlich befriedigenden Verständnis der Naturgesetze zu kommen, wie sie früher die klassische Theorie gewährt hat, die wir jetzt aufgeben mussten. Ich glaube, dass die Arbeit noch weiter, viel weiter laufen muss, ehe wir zu einem solchen Abschluss gelangen. Das ist ja in einer gewissen Sinne etwas unbefriedigend, aber andererseits ist es auch im Grunde sehr sachgemäß und erfreulich, denn zum Abschluss, zum Endgültigen werden wir nie kommen. Das wissenschaftliche Arbeiten wird nie aufhören. Es wäre schlimm, wenn es aufhören würde. Denn wenn es keine Probleme mehr gäbe, dann würde man die Hände in den Schoß legen und den Kopf zur Ruhe und würde nicht mehr arbeiten. Und Ruhe ist Stillstand und Ruhe ist Tod in wissenschaftlicher Beziehung. Das Glück des Forschers besteht nicht darin, eine Wahrheit zu besitzen, sondern die Wahrheit zu erringen. Und in diesem fortschreitenden, erfolgreichen Suchen nach der Wahrheit, da liegt die eigentliche Befriedigung. Das Suchen an sich befriedigt natürlich noch nicht, es muss erfolgreich sein. Aber dieses erfolgreiche Arbeiten, das ist dasjenige, was den Quell jeder Anstrengung und auch den Quell eines jeden geistigen Genusses darstellt. Wenn der Quell versiegt, wenn die Wahrheit gefunden ist, dann ist es zu Ende, dann kann man sich geistig und körperlich schlafen legen. Aber dafür ist gesorgt, dass wir das nicht erleben und darin besteht unser Glück. Nun möchte ich aber noch zum Schluss ein Wort sagen, was mein Gewissen erleichtern soll. Ich habe hier auf eine freundliche Einladung hin heute am, das ist ja wohl der 15. Dezember 1942, hier in Berlin, in der Jägerstraße 26,
einige Worte gesprochen in das Filmarchiv, damit spätere Geschlechter mal, wenn sie Interesse daran haben, von meiner Persönlichkeit Notiz nehmen können. Aber ich möchte hier hervorheben, dass Sie das, was Sie hier von mir hören und sehen, nicht als sozusagen als endgültige Abbildung meiner Persönlichkeit ansehen wollen. Denn was ich hier gesagt habe, das ist aus dem Stegreif entstanden, wie es mir gerade eingefallen ist. Vorbereiten habe ich mich nicht in der Weise können, wie ich wohl sonst getan hätte, wenn ich gewusst hätte, wie ich hier auftreten soll. Also ich bitte, dies nur als einen Versuch zu nehmen, mich zu äußern, damit überhaupt etwas von mir überbleibt. Wer sich genau über meine Persönlichkeit orientieren will, den bitte ich, sich an das zu halten, was ich geschrieben und was ich gedruckt habe. Für das kann ich einstehen. Je älter man wird, umso mehr fühlt man die Verantwortung für das, was man spricht. Und deshalb bin ich in den letzten Jahren gewohnt, was ich von mir gebe, alles vorher genau zu überlegen und mich vorzubereiten für jeden Schritt, den ich tue. Das ist heute nicht geschehen. Und infolgedessen muss ich also ein Fragezeichen machen hinter dem, was ich hier gesagt habe, und bitte das wohlwollend zu beurteilen.